Heute auf dem CDU-Programm im Konrad-Adenauer-Haus das abschließende von drei Werkstattgesprächen zum Regierungsprogramm der CDU mit einem Tandem von zwei Bundesministern. Diesmal mit von der Partie Wolfgang Schäuble und Ursula von der Leyen. CDU-TV hat für Sie die Highlights zusammengestellt. Wir sind stolz auf die Bilanz, wir sind zuversichtlich, was Wahlen angeht, aber das Wichtigste ist, was wir für das Land wollen, was für das Land nötig ist, was den Menschen in diesem Land unter den Nägeln brennt. Natürlich ist im Augenblick Deutschland mit einem sehr robusten Arbeitsmarkt ausgesprochen stark in Europa, aber wir sind auch stark durch Europa. Wir haben ja eine wirklich bereichernde gemeinsame europäische Geschichte, gerade jetzt die Europäische Union auch, die uns unendlich viel geholfen hat, auch diese Stärke zu erreichen, die wir heute haben. Europa tut eine Menge. Das heißt, die richtige Antwort ist eigentlich, die Länder selber müssen eine Menge tun. Wir machen ja alle europäischen Programme immer als Hilfe zur Selbsthilfe. Vielleicht vorweg die Frage, warum wir jetzt in Deutschland einen Mindestlohn brauchen. Wir haben die letzten 60 Jahre gut gelebt mit der sozialen Marktwirtschaft, in der wir das Prinzip gehabt haben und auch weiter haben wollen. Das ist die Sozialpartner, sind die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, die für ihre Mitglieder die Löhne aushandeln. Ist immer gut gegangen. Was wir aber sehen in den letzten Jahren, ist, dass die Bindung an die Gewerkschaften und an die Arbeitgeberverbände sinkt. Wir haben eben nicht mehr die Fabriken, wo 30.000 Arbeitnehmer beschäftigt, so früher sich man so Firmen vorgestellt hat. Und die Gewerkschaften sind ja heute auch viel differenzierter. 65.000 Tarifverträge habe ich die Arbeitsministerin gerade die Zahlen nennen, hören. Was die Opposition will, ist, die wollen politischen Mindestlohn. Kann man sich vorstellen, Gabriel und Gysi verhandeln das im Parlament, das führt ins Elend. Das wollen wir nicht. Die haben keine Ahnung, wenn ich das mal so sagen darf, über Lohnstrukturen. Man muss immer, finde ich, das ganze ja, System dann auch betrachten, dass zum Schluss Leistung sich immer lohnt und wir auch tatsächlich Gerechtigkeit haben, wenn alle sich einsetzen. So, und deshalb habe ich gesagt, für diese Geringverdiener müssen wir was tun. Wir müssen nämlich sagen, wenn die 40 Jahre eingezahlt haben und es reicht immer noch nicht, dann müssen wir für diese Menschen die Rente aufstocken, so damit sie aus der Rentenkasse eine eigene Rente kriegen, von der sie wenigstens leben können. Das ist die Lebensleistungsrente. Und ich finde nach wie vor das Prinzip vollständig richtig. Das gehört einfach zu den sozialen Komponenten unserer sozialen Marktwirtschaft mit dazu. Wir haben ja wirklich in diesen 4 Jahren, in denen wir jetzt zusammen mit der FDP regieren, mehr Erfolge erzielt, als die allermeisten für möglich gehalten hätten. Und das haben wir eben erreicht, weil wir nicht verstanden haben, Finanzpolitik gegen Arbeitsmarktpolitik oder Sozialpolitik gegen Wirtschaftspolitik, sondern weil wir gesagt haben, dafür werben wir ja im Übrigen auch in Europa, wenn wir sagen, solide Finanzen sind eine Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum. Wir sagen ja nicht nur Finanzpolitik, das wäre ja völliger Unsinn. Warum waren wir denn erfolgreich in der Finanzpolitik? Weil der Arbeitsmarkt besser läuft und die Wirtschaft. Warum läuft der Arbeitsmarkt besser? Weil die Wirtschaft besser läuft. Warum läuft die Wirtschaft besser? Weil die Menschen wieder durch solide Finanzen Vertrauen gefunden haben. Und Vertrauen ist das Allerwichtigste, damit die Wirtschaft wächst. Deswegen haben wir beide immer nicht nur Seite an Seite am selben Strang gezogen, sondern auch in dieselbe Richtung. Was war denn Ihr Anliegen, was Sie bei dieser Mitmachaktion, wie gesagt, Hermann Gröhe hat ja vorhin die Zahlen genannt, wie viele Tausend sich beteiligt haben. Was war Ihr Punkt, Ihr Anliegen? Ja, ich habe mich beteiligt mit einer Frage zu Lebensarbeitszeit und zu Ruhestand. Also der demografische Wandel macht aus meiner Sicht viele Änderungen in der Arbeitswelt notwendig. Sinnvoll könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ist die Schaffung von attraktiven gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Ansparen von Lebensarbeitszeit. Ganz richtiger Vorschlag, vielen Dank. Wir sind ja gut geübt inzwischen, was flexible Arbeitszeiten angeht und so Arbeitszeitkonten, die wir über ein Jahr ansammeln und dann mal entsparen. Auch das kennen wir gut. Aber ich finde es einen richtig guten Gedanken, viel stärker darauf einzugehen, dass man sagt, wie ist das eigentlich über die gesamte Lebensarbeitszeit? Gibt Zeiten, da arbeitet man mehr, da sammelt man. Vielleicht möchte man später Zeiten für die Familie haben.
Wir wollen ja auch ein bisschen hören, was in den sozialen Netzwerken los ist, also was diejenigen für Anregungen und Fragen haben, die jetzt nicht hier im Saal sind, aber trotzdem sich beteiligen. Was waren die Hauptthemen? Ja, also vorerst ab kann man erstmal sagen, es gab eine rege Beteiligung heute Abend, sowie die sozialen Netzwerke als auch über E-Mail. Die erste Frage, die uns per Facebook erreicht hat, an Sie, Herr Schäuble, und zwar von Daniel Reichert, der fragt: Ich würde mir von Herrn Schäuble heute Abend noch einmal speziell eine Bekräftigung zu den Sparzielen der Bundesregierung wünschen. Die Regeln dieser Finanzpolitik, so wie wir sie in dieser Legislaturperiode beschrieben haben, eine solide Finanzpolitik mit einer maßvollen, aber verlässlichen Reduzierung zu hoher Defizite, werden wir auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Denn die ist die Voraussetzung für die gute wirtschaftliche Entwicklung und für die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch den Spielraum haben für soziale Verbesserungen oder Leistungen dort, wo sie notwendig sind. Ja, mein Name ist Lien Weg und ich bin 16 Jahre alt und Schülerin. Mein Anliegen heute ist, ja, wie wollen wir in 30 bis 40 Jahren oder über die Inhalte, die wir heute reden, die in 30 bis 40 Jahren sein werden, reden, wenn wir noch nicht mal wissen, ja, wie viele Jugendliche oder wie viele junge Menschen sich dafür überhaupt einsetzen werden, weil ich kriege es vor allem in der Schule mit, dass immer weniger junge Menschen sich dafür interessieren, was passiert hier, was passiert im Bundestag und was passiert überhaupt in der Politik. Deswegen würde ich auch gern zu der jungen Dame und zu der Frage, was machen wir denn, oder wenn die jungen Menschen sich gar nicht dafür interessieren, oder wie erreichen wir, dass junge Menschen sich auch weiterhin dafür interessieren? Ja, das ist wahr. Denn jungen Menschen muss man wieder und wieder sagen, es ist immer so im Leben, nichts ist für die Zukunft schon garantiert. Wenn man vor allem Themen hat, die junge Menschen bewegen, also das ganze Thema um junge Familie mit Kindern, boah, dann ist da ganz viel Bewegung drin, da ist ganz viel Emotion auch natürlich drin. Das sind Themen, die sie natürlich faszinieren und da mischen sie ordentlich mit und genau da gestaltet man am Anfang. Und da brauchen wir sie.